Ja, hallo, Alexander Schumann hier. Morgen ist ja schon wieder der 2. Januar 2015, deswegen gibt es heute den verhängnisvollen Donnerstag Nummer 36 mit dem Thema Ziele. Ziele sind ja sehr beliebt, obwohl den meisten ja inzwischen klar sein dürfte, dass Ziele mehr Schaden anrichten, als sie nützen. Zum einen setzt man sich selbst unter Druck, wenn man sich Ziele setzt, die man vielleicht nicht erreichen kann, weil sie viel zu hoch sind. Zum anderen kann es sein, dass das Erreichen des Ziels nicht sonderlich erstrebenswert ist und man sich hinterher ärgert, weil man Zeit und Kraft und Aufwand investiert hat. In Unternehmen sind Ziele selbstverständlich sehr wichtig. Folgende Animation verdeutlicht die Funktionsweise. Natürlich kommt es hier und da zu Totalausfällen in den Human Resources. Aber zum einen haben wir hierfür ein Gesundheitssystem geschaffen, das für den Schaden aufkommt. Und zum anderen warten schon viele neue, junge, motivierte Mitarbeiter auf die neue Chance, die Lücke zu schließen. In diesem Video soll es aber um persönliche Ziele gehen, abseits von Umsätzen, Stückzahlen und Kundenkontakten. Ich selbst habe viel über das Thema gelesen und auch viel ausprobiert. Allerdings ist die Umsetzung nicht ganz so einfach, denn Ziele sollen groß sein, größer als jedes Hindernis und so motivierend, dass es egal ist, wie lange es dauert. Gleichzeitig aber auch realistisch, messbar und spezifisch, terminiert, also wie lange es dauern soll, erreichbar, was auch immer das bedeuten soll. Nicht zu vergessen, Ziele sollen schriftlich gemacht werden und visualisiert, also bildlich vorgestellt. Und natürlich muss man sie sich täglich laut vorlesen. Und wenn man sie sich gesetzt hat, sofort wieder vergessen, um den Druck aus der Sache zu nehmen. Man muss jetzt kein Gelehrter sein, um zu erkennen, dass nicht jeder recht haben kann und dass das alles miteinander vermutlich ein Schmarrn ist. Das soll natürlich nicht heißen, dass man nichts erreichen kann. Ich selbst habe zum Beispiel unter anderem mit dem Rauchen aufgehört. Aber nicht, weil ich es mir auf einen Zettel geschrieben habe, mir vorgestellt habe, wie schön es ist, ohne Kippen auszukommen oder mir die dummen Sprüche auf der Schachtel durchgelesen habe. Das habe ich zwar auch gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Erst als ich erkannt habe, dass Rauchen eine der dümmsten Angewohnheiten darstellt, die man haben kann, hat es geklappt. Alles, was ich sonst noch gemacht habe, war die Gefühle, die mit dem Rauchen einhergingen, zu bearbeiten. Mit den Techniken, die ich auch schon im Spinnenphobie beseitigt Video gezeigt habe. Allerdings habe ich diese Techniken auch schon vorher probiert und da hat es auch nicht geklappt. Vielleicht bin ich aber auch sehr willensstark. Eher nicht. Den einzigen Tipp, den ich euch geben kann: Setzt euch nicht unter Druck mit den Zielen und guten Vorsätzen und geht die Sache locker an. Denn Stress ist zum Beispiel ein sehr schlechter Begleiter, wenn man das Rauchen oder sonstige schlechte Angewohnheiten aufgeben will. In diesem Sinne ein frohes neues Jahr und bis bald. Tschüss!